Zum letzten Mal spielt heute in Berlin die Musik bei den Special Olympics World Games. Zum letzten Mal wachsen die Athletinnen und Athleten über sich hinaus und begeistern uns mit ihren Leistungen und ihrer Herzlichkeit. Sportler formen Herzen. Dass in der deutschen Hauptstadt der Spirit des ganz großen Miteinanders herrscht, beweisen einmal mehr alle bei der Leichtathletik. Der 400-Meter-Lauf der Ägypterin Mariam Mohamed ist eigentlich erst 10:30 an der Reihe. Doch weil sie dann ihren Flug verpassen würde, geben alle ihr Einverständnis, sodass das Rennen auf 9 Uhr vorgezogen wird. Hier wird Hilfsbereitschaft wirklich groß geschrieben. Sie läuft über die Ziellinie. Dramatisch geht es wenig später bei den Männern zu. Gajendra aus Indien ist auf Goldkurs bis zu diesem Moment. Er stürzt. Wenige Meter vor dem Ziel kommt er zu Fall. Eine tragische Geschichte, die ihm Silber beschert. Und eine warme, aufbauende Umarmung. Er wird geherzt. Eine Frau klopft ihm auf den Rücken. Und es bleibt nicht der Tag für Indien. Aridita Chakraborty biegt über die 400 Meter als Zweite auf die Zielgerade ein, ehe sie zum Schlussspurt ansetzt. Es scheint ein Erfolg des Willens zu werden, steht sie im wahrsten Sinne des Wortes kurz vor dem Sieg. Sie bleibt stehen. Sie stoppt zu früh. Zhu Shen wird Erste. Ein Augenblick, der kaum an Tragik zu überbieten ist. Und doch lächelt sie über ihr Missgeschick. Einfach schön. Sie schmunzelt. Um die letzte Sekunde geht's auch beim 3x3 Basketball. Im Spiel um Bronze schafft Rumänien gegen Österreich den Buzzerbeater. Spektakulär. Sie jubeln. Party ist auch beim Spiel um Gold angesagt. Die Französin Joanna Chermet wird zum Firebeast. Das Bemerkenswerte? Mauritius schnappt sich Gold, Frankreich holt Silber, beweist aber, dass die Farbe einer Medaille keine Rolle spielt. Das Team feiert im Kreis. Reichlich Happy Hands gibt es auch beim Springreiten für das Durchhaltevermögen von Ibrahim Alali. Der Mann aus Bahrain hat gleich zweimal Probleme mit seinem Pferd, doch gemeinsam setzen sie den Lauf zweimal fort und schließen ihn ab. Chapeau. Er streichelt das Pferd. Richtig Gas geben auch die Radsportler. Und das, obwohl es doch auf der 10-Kilometer-Strecke einige Sehenswürdigkeiten gibt, die zum Verweilen einladen. Da wäre das Schloss Bellevue oder auch die Siegessäule. Ohne Zwischenstopp ist es am Ende Francis Mauro aus Gibraltar, der im Schlussspurt die größten Kraftreserven beweist. Tanzende Sportler. Rührend geht's nochmal in der Turnhalle zu. Zum Song We Are One gibt es einen gigantischen Flashmob, an dem selbst Timothy Shriver, der Vorsitzende von Special Olympics International, teilnimmt. Egal ob Organisatoren, aktive Fans, Volunteers, sie alle haben diese Berlin-Tage emotional geprägt. Bleibt nur noch zu sagen, tschüss und immer schön herzlich bleiben.